Okay. So. Ein phänomenaler John Eric Frank auf der 1. Keine Ahnung, wer das noch rausgehauen hat, die Zeit. 3 Sekunden schneller als wir, also das war total. Der irgendwie voll gebackt. Auf der 2 DTM in F1. Dann komme ich auf der 3. Vierter ist dann Perez. Also diese Top 10, die würde nie in der Formel 1 kommen. Nie. In den nächsten 10 Jahren nicht. Warte, das schreibe ich mir auf. Gib mal bitte einen Einschrift. Wern auf 1. Beide Ferraris auf 1 sind 2 und 3. Nee, du musst Perez sagen, Massa Alonso? Ja, eh, Massa Alonso. Perez, mach weiter. Grosjean auf der 5. Sechster, Pordy Rester. Siebter, Sebastian Vettel. Achter, Jensen Button. Neunter, Kobayashi. Und zehnter, Rosberg. Fuck, die Wette hast du eh schon gewonnen, weil Kobayashi gar nicht mehr mitfährt. Oh, fail. Ach, wolltest du, wenn das ist nie passiert, ja? Mit mir. Das wird nie. Werden wird nie auf die Pole fahren. Vielleicht irgendwann mal mit Red Bull. Aber Perez denn nie auf die 4 doch nicht. Außer wenn er im neuen Auto sitzt. Keine Ahnung, was er hat. So Rennstrategie. Gern, weil Regenwahrscheinlichkeit 0%, Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Ich gehe Runde 10 rein auf die Hahnmischung. Und ich fahre vorsichtig. Runde 10? Dann gehe ich Runde 11 oder Runde 12. Ich geh mal Runde 11. So. Der ist schon müde, Muschel hat schon geschlafen, hat Besuch schon gehabt und ist deswegen müde. Ich bin ein bisschen müde. Ich nicht? Bin erst um 14 aufgestanden. Ah, früher als ich. Was? Wann bist du ins Bett gegangen? Ich glaube um 3, um 9 Uhr musste ich aufstehen, den Betrieb anrufen, wann ich arbeiten muss nächste Woche und dann bin ich nochmal eingelegt bis 15 Uhr oder so. Scheiß Toro Rosso! Scheiß Toro Rosso zerstört Flügel! Oh Gott, Willen! Das könnte ja sogar noch passieren in der ersten Kurve. Fuck! Ach du was Kacke! Was drehst du den Motor da hinten schon auf? Der große Preis von England! Von Großbritannien, Gent! Yes! Los! Paul, oh Alter, was geht mit dir ab? Oh, ich hab Angst! Oh! Wer Angst kann ich sein? Und Franzmann da vorne! Wer hat mich denn da angeschoben? Das kann ich nicht sein. Nein. Das war ich nicht. Ich war so weit außen. Innen meinte ich. Das war der Wern. Was fährst du so Schlangenlinie? Boah! Bist du Feiner? Piss dich. Hast du eine Strafe bekommen? Nein. Wollen wir neu starten? Nein, das machen wir weiter hier. ich musste irgendwie da die Kurve kriegen. Alter, ich hab fast, wir haben beide fast den Bremspunkt verpasst für die eine Kurve. Ey, du baust wie ein Assi. Alter, wie der Mann. Ach, wir haben vergessen Hamilton zu erwähnen, der ist auf 18 gestartet. Lappen. Alter, ey, was machen die denn hier? Party, wo bist du, euer Platz? Achter. Das ist aber dein eigener Fall. Ich glaube, ich hab dich nicht mehr berührt, wenn du dich gedreht hast, oder? Nein, mich hat irgendeiner angeschoben in Kurve 2. Ja, das war Wern dann. Aber wo du dich weggedreht hast, da bist du auf den Körper hinten gekommen. Ich bin auf gar keinen Körper glaub ich gekommen. Bist du einmal weggerutscht, oder? Ja, natürlich einmal ins Gras, deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du eine Strafe hast. Ach, da wow, der wird nach 20 Runden auf der 1 sein, also. Wird er schon auf der 4? Ey, das wird so eng. Alter, Button! Ich glaube, ich hier da unten weggehe vorne. Hat der gemacht? Vor allem, die Bremsen da so stark in der ersten Kurve, ey. Dass ich da voll reinfasse, klar. Ey, guck mal. Deutschland, Frankreich. Rougeau, Frankreich, Wern, Frankreich. Das kann nicht sein. Wann gab es mal 2 Franzosen auf dem Treppchen oder beziehungsweise auf den ersten 3? Und dann das letzte Mal. Ich kenne Franzosen als und Prost. Dann leckt der auch noch so, der Button, aber bin ich weg. Oh Mann, ey. Jetzt darf ich ja so viel aufholen. Da liegt ja was zum Aufholen. Kann ich ja mal ein Rennen gewinnen.
diese ersten Runden, wir dürfen nie von 1 und 2 starten, das kann nichts werden. Das kann nichts werden, weil ich muss 10-mal früher bremsen als du. Warum? Weil du mit ABS fährst. Wenn ich in den gleichen, Alter, ich habe bei dir schon Bremspunkte gesehen, da denke ich, wow, nur ja, da würde ich auch am liebsten bremsen. Was, Kovalein fährt auf Fahrt los? Der macht's jetzt sehr hart. Haha. Grosjean, verpiss dich. Helmet ja, auf der 21. Genau. Ich hab schon gesagt 1. Alter, was ist denn hier los, ey? Alter, wie langsam fahrt ihr eigentlich? Helmet fährt gerne Schlangen. Du bist, welcher Platz bist du denn bitte? 21! What the hell? Der eine ist auf der Strecke, das letzte. Das Alter, letzte Hamilton, der fährt mir zu aggressiv. Na, Hamilton halt. Alter, ey, unser Hamilton. Ich bin nur alter Button, alter Hamilton. Ey, die McLaren, die haben ja meinen Oberback gerade drin, ja, ey. Alter, könnte ich gerne, gib mal Gas, ey! Alter, alles so langsam, ey, hier. Ist ja wirklich auf Legende, ich habe nur so meinen Zweifel. Doch, ist Legende. Warum? Weil du ein Vanity hast? Ich hab nachgeguckt. Ich hätte mal bei der Philipp meinte ja, dass wenn ich jetzt meine Stimme einzeln aufnehme, dass die Datei kleiner wird. Also, ich habe mein Formel 1 Monaco-Rennen gerendert, die war hier teilweise 7 GB groß. Alter, also den Block bestand nicht hier aus. War das ja schneller als du? Ne, ich beschleunige ihn aus und Senna leckt wie Sau, ey. Ich bin auch schon so komisch. Ich hab Wodka gesoffen. Ne, ich möchte wissen, was Sam mit gesoffen hat. Alter, ey. Ich beschleunige ihn komplett. Ich kann nicht sehen. Wo ist denn bitte Button, welcher Platz? Ja, finde ich langsam rum. Wer ist denn hier hin? Wer ist denn letzter bitte? Der kraucht hier um den Kurs rum? Das ist ein Pick. Das ist der Pick. Was ist mit dem los? Der Schwein? Hat der 5 Räder? Was ist denn deine persönliche Bestzeit? 1,37,7. Okay. Und du? Auch. Wie, hast du auch noch 1,37,7? Ja, und dabei 5 Leute überholt. Was denn? 1,37,92 habe ich. Und du? 1,37,732. Oh nein! Also 60 Tausende liegen zwischen unseren drei. Was ist denn Wern eigentlich gerade für eine schnellste Runde gefahren? Der fährt 1,37 oder so, der ist voll lahmarschig in der letzte gewesen. Gut, die erste Überrollung steht an. Die erste einzige. Der Pick. Was mit dem los, Alter? Was ist das hoffen? Jedenfalls, das war Fahrt, der hat alles noch dran, warum fährt er so lahm? Hat er keine, hat er nichts mehr am Benzin oder was? Kaio sitzt aber voll unten. Ey, ist schon wieder so lustig hier, ey. Und herausrastet. Alter Button! Alter Hamilton! Guckst dir einfach an! Ich muss auch, ey, so viel gucken, Alter. Komm nicht mehr hinterher, ey. Oh, neue schnellste Runde. Huhu! Was denn? Was bist du gefahren? 37,4. Schau auf Standard. Nicht die beste, aber. Nee, also ich gewinne so viel Zeit auf Wern, also ich werde nur Grosjean und ich, also Grosjean wird nachher auf der 3 landen. Auch außer wenn du so wieder so stark fährst. Ach, Alter, dich. Alter! Habt ihr einen Lotus fliegen sehen? Schreibt's in die Kommentare! Ey, bei Grid 2 auch einmal, ey, bei Grid 2 gibt's so ein Event, sich überholen, ja? Und du musst so eine komischen Trucks überholen, so eine Pickups, ja? Auf ich einmal vor mir fliegt deiner 20 Meter in die Luft hoch. Ich so, oh, what the hell, was ist denn los? Ach, was mit dem Lot? War das ein Lotsturm, Caterham? Ich kann nicht.
wer gerade einen Reiken und ein Force India in die Luft gesehen hat, schreibt. Muss ich mal angucken. Wer einen Reiken hat. Alter, was ist denn mit dem Pit los? Ach, du bist auch schon überrunden. Das ist eine Rennen hier, Alter, auf dem Spiel gelandet. Wer einen Mercedes fliegen sieht, schreibt Kommentar. Ach, lass mich, Alter. Wenn ich das kann nicht mehr. Ich kann... Alter, wenn man gibt Gas! Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Was kommt das für ein Auto, wenn ihr einen Toro Rosso in der Luft gesehen habt? Bestes vorbei mit den Hülkenberg, ey Alter, so krass, ey, ich bin froh mit die Welt. Ich kann nicht mehr. Verwegen? Hülkenberg und Rosberg sind hochgeflogen. Der Fahrer vor dir ist auf Kampen. Hä, wie geht das? Die sind einfach in die Luft geflogen. Kannst du mal erklären, ob du dein Lachflash dazu änderst? Wir müssen den Titel umbenennen. In Let's Play Together F1 2012 Go- mit DTM F1 German HD Part 0, was weiß ich? Hast du irgendwie eine schlechte Internetverbindung? Hör ich mich wieder scheiße an? Nee. Aber nee, Part 0 27 Lachflash. Also für die Leute, die meinen, ich habe was getrunken, ich habe nichts getrunken. Aber ich habe das Gefühl, dass ich was getrunken habe. Der Wagen ist übelst langsam, ey. Glück gehabt, ey. Ich kann nicht mehr. Der Fahrer wurde in den Sektor 2 langsamer. Was ist denn los, ey? Die fahren so langsam, ey, und fliegen so viel in der Luft. Und du sagst, die KI stark in Silverstone, ja? Alter, ey! Ey, Korb muss... Der hüpft, ey! Ja, Schumacher, fahr mir fast noch vor die Linse, ey! Alter, das ist so geil, ey! So ein geiles Format hast du noch nie erlebt, wa? Aber kein DS bekommen, das ist schlecht. Hab schon mal 10,5 Sekunden Vorsprung auf Wern. Und der meinte, er hat hier zu viel Wodka getrunken. Nee. Boah, ey. Jetzt findet mal raus, was trinken die Venezuela? Was ist das beste, das liebste alkoholische Getränk? Schreibt sie runter. Ey, das ist ja hier, das ist ja ein Traum, ey. Der Rosberg, Alter! Das wird der beste Formel 1 Fahrt bei mir je werden, ey. Ja, wenn du den Titel nicht in F1, Let's Play F1 2012 Coop nennst, dann wird er eh normal ankommen. Außer du nennst ihn Lachflash, bester Lachflash ever. So, Kobayashi, Paul, die Wrestler sind die Nächsten. Mal gucken, wer da als erstes abhebt. Muss ich sagen, Jus, wir haben ein Problem. Alter, warum dreh ich mich denn jetzt schon fast weg, ey? Ach, komm, Mann. Du kommst durch das ganze Lachen einfach nicht klar. Du lachst einfach zu lang. Du bist völlig fest. Alter, Reiko! Dadurch hast du weniger Abrieb auf der Vorderachse. Wie lange halten die harten Reifen? Wie lange meinst du? Nein, die müssen, ich glaube, die halten gerade mal so 18 Runden halten die bestimmt. Weil ich gehe in die Box, das ist mir so blöd hier, ganz ehrlich. Das hier von hinten aufholen, wa? Na gut, was der größte Feld ist dieses Korb hier, ey. Ich glaube, wenn meine Zuschauer das...
Bei mir ist hier total ruhig vorhin. Hier ist ja eine Schnur, ein paar müssen Bonjour und ich kämpfe uns hier mal ab und zu mal. Als wenn die solche Schwungfeder der im Auto senden, ey. Bunny Hop. Känguru. Tja, Hülkenberg. Hopp, hopp, reiter. Ach, das, ach, das, ach, die, ach, du Scheiße. Das kann doch gehen, das ist der Serverproblem, ich lad doch nie mehr was hoch. Ach, das auch noch, ja, dann weiß ich, woran es liegt. So gut. Das ist ja nämlich immer Nockenheim, ey. Immer wieder, ey. Erste Kurve. Alberry, oh, Alter, die erste Kurve ist ja schlimm, ey. Nee, nee, ich behalte meine Führung. Alter, ich komm ja nicht rum hier, was ist denn hier? Alter, ich fall schon, die Box ist ja schlimm, Alter. Diese Kackreifen, ey, da. Die weichen da richtig schlimm, ey. Alter, da kommst du ja kaum rum, Alter. Jetzt hab ich gleich noch einen Sender vor mir, oder was? Oh. So, ich habe schon mal die volle Drehzahl nutzen. Also, wirklich, im Trocknen hasse ich diese Strecke. Die ist ja im Regen, ist ja ganz cool. Im Trocknen ist die mega bitter. Also heute nehme ich kein Training und Qualify mehr auf, ey. Warum? Nee. Warum? Ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Also, die Bilder muss ich dir zeigen, ey. Das ist unnormal. Das ist unnormal, ganz ehrlich, das ist echt unnormal. Alter, ich komm gar nicht um die Kurve, ey! So, ich werde in der Box. Grosjean wird die Führung übernehmen. Oh, Vettel fährt auch rein. Komm, Ferrari. Oh, McLaren macht ja auch eine Box. Bereit, also Button komplett hin. Komm, alle schon mal los, die Assis macht hin. Nee, sag nicht, die fahren alle in die Boxengasse. Die meisten fahren in die Boxengasse. William fährt rein, Sauer fährt rein. So, wer wird jetzt Zweiter? Lololol, wer kommt denn da? Oh, die Rester, what the hell? Rosberg ist okay. Ist hier Rosberg abgehoben vorhin? Ach, die sind alle abgehoben. Ach, Schumacher schon Sechster. Also immer wenn du weit vorne schreibst, habe ich immer Probleme die Führung zu verwalten. Wo bist du wieder Platz? 17. War schon in der Box? Ja. Das kann nicht mal der erste Sieg für Mojang werden, das kann nix, das kann nicht sein. Ich guck mir deine Perspektive an. Schumacher, verpiss dich. Also meistens so, wenn man Multiplayer bzw. Online Formel 1 fährt, dann ist es so, dass alles rumbackt. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man, während der hat involviert und beim anderen... Beim anderen sieht so aus, beim anderen sieht so aus, also da hat halt Romas das mal Probleme, müssen sie mal nutzen. Wie bei Grid 2, wenn man schlecht, wenn gerade jemand schlechtes Internet hat oder laggt, dann wird das Auto automatisch unsichtbar. Im Multiplayer, das ist richtig nice. In diesem Reifen kann man wirklich nochmal ordentlich lenken, ey. Die anderen haben ja komplett fahren lassen, ey. Ach du Scheiße, wir haben auf der 1, wo leben wir denn hier, ey? In Großbritannien gerade. Ich glaube, wenn die wenn die Leute meine Videos angucken, ich glaube, die müssen alle mitlachen. Ach du Scheiße, Telefon. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Fallen uns alle an. Und Telefon hat beendet. Nee, nee, der muss mein Vater ist angegangen. Okay. Aber das ist nichts für mich. Das ist gut. Ach,
hat der Grosjean den Schuhmacher schon geholt. Wo bist du eigentlich? Lange Rechtskurve. Schnelle Rechtskurve. Jetzt bin ich bei der links-rechts gerade da. Bist du gerade auf der langen Geraden? Neben der 3? Yep. Jetzt bin ich genau in der 3. Und die 2 hinter mir sind Grosjean und Schumacher. Okay. So, jetzt aus dem Lachflash, ja, irgendwo ganz weit hinten. Aus dem Lachflash, du musst die Punkte holen, ey. Wenn er redet, kann er doch nicht fahren, dann ist er total lappenhaft. Nee, ich bin ganz normal weiter. Und da ist er wieder auf der 1. Wer ist denn an der Box gegangen? Wern und Rosberg. Ja, das wird das beste Rennen für Wern sein, die er jemals gefahren ist. Hülkenberg ist Dritter, what the hell? Hülkenberg, Dritter? Nee, zwei Deutsche auf dem ersten Top auf dem Treppchen, ey. Okay, es gab schon öfters hier einen Korb. Oh, läuft doch super. Noch 14 Runden? Ach komm. Ey, man kommt bei diesem Grund so weit raus, ey, was ist das für eine Kackstrecke? Ja, fand ich wirklich die von früher viel geiler, Alter. Also die, noch bei 2009 gefahren wurde. Noch bis 2009 war auch die alte Version, in der 2010 kam die Version. Und dann ging sie mal weiter, die Kapsel. Muss ja noch ein bisschen geändert noch. Alter, ich hasse diese links-rechts, Alter. Hörst du ihn überhaupt noch? Ja. Das war schwer weg. 2 Sekunden Vorsprung auf Grosjean, der will gerade Benzin sparen. Richtig schön abbauen vorne. Fahren abkürzen, die Fresse. Oh nein, 36,9 bin ich gefahren. Yeah. Ach, da bist du schon. Oh oh, Angst. Er dachte, der wird in den letzten 3 Runden wird er gegen mich ein Battle haben, zeig euch. Weil er fährt pro Runde eine Sekunde schneller als ich. Und jetzt wird er eh nicht viel, also ja. Jetzt sind wir da auf einer 3, 6, 7. Ach komm, ey, was hast du denn für Zeiten hier? Bist du auf Fahrt? Ja. Fett? Ja, noch. Hättest du nein gesagt, ich glaube, ich hätte einen geschlagen. Naja. Ha, 4 Runden, du? Optimal. What the hell? Hülkenberg fährt in die Box erstmal noch. Ach, der ist schon auf Fahrt unterwegs bestimmt, der ist auf Fahrt gestartet. Oh mein Gott, der Button nimmt immer noch den Vierer. Känguru. Ich würde mich nicht wundern, wenn Weber hüpft. Känguru. Ah, oh Mann. Wäre cool, wenn so F1 2013 mal einen Korb machen könnte. Wow. Alter, dreh ich mir ja fast, what the hell. So, 7. ist er schon, ach du Kacke. Du liegst 5 Plätze hinter Bord. Vielleicht wirst du 6. sein, wenn Hülkenberg in die Box fährt. Du bist schon jetzt, ach du Scheiße. Ich hab Angst, Mama. 2, 3, 4, 5. Da bist du, oh Gott. Erstmal der kleine Punkt auf der Karte, der als letztes rüberfährt, wenn ich schon die Karte nicht mehr sehe. Ach, so, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ist er der Punkt gerade. Jetzt sind die links rüberfährt. Der Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen.
Hat der schon optimal auf was? Ich weiß auf Marker oder was? Normal. Temperaturen sind perfekt. Mein Vater nicht wieder, ey. Boah. Das ist hier, ey. Hast du eine Allergie, Heuschnupfen oder so? Nein, gar nichts, du. Ich hab eigentlich Heuschnupfen, aber das hätte eigentlich noch nicht, ey. Was fährst du eigentlich für Rundenzeiten? Ach, die besten überhaupt. Bin nur an 1.36.1 gefahren. Wir können uns nicht leisten, zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor. Jetzt kommen wir das Stück auch ganz gut klar. Du fährst an 1.35.0 für ihn, ja. Wenn es gut ist, wenn es im Kraftwerk regnet, starten die guten Teams von hinten und die schlechten von vorne. Ja. Man hat gesehen, Hamilton 18. wären Erster. So, noch 10 Minuten durchhalten, das wird kein erster Sieg sein, meine Fresse. Da kann ich aber brüllen. Sieg! Freu dich nicht zu früh. Na, will ja gar nicht. Kommst du in der Rache noch an und drehst mich weg. Als Rache. Ich hab dich nicht weggedreht oder weggeschoben. Das sah so geil aus für die ersten paar Runden. Die erste Runde. Ach, der erste Sektor. Fährst du auf Fett? Nein. Warum? Nur so. Und so Lappen ist in der Box? Von nein, noch plus 4. Fett ruft da. Weiß noch bei Onman, ey. Er hat uns sich ein Setup da zusammengestellt und am Ende hat er gesagt, was für ein Scheiß, da kommt sie gar nicht mehr klar. Danke, Katikeia, dass du hier alle behinderst. Ja, selbst behindert. Hülkenberg auf der 3? Der war aber doch nicht in der Box, oder? Nein. Der müsste jetzt gleich in die Box fahren, weil er schon ganz auf Hard ist. Bist du gerade? Links, rechts? Ja. Ich bin ich gleich neben der 3. Und zwar jetzt. Ich würde mal echt cool sein, wenn Chrome Masters das mal machen würde. Also für jedes Team auf der Karte so einen einzelnen Punkt machen. Sagen wir mal für Ferrari Rot. McLaren werden silber-rot, so wie F1 2006, beste Game ever. Renault war damals hellblau-gelb. Welcome back on der Box. Was ist das? Du lässt mir den Sieg, das ist mein Sieg, das wird meiner sein. Ich gewinne den unverdienten Grand Prix von Großbritannien. Nein! Das ist doch so scheiße! Ich bin weg! Mama! 9 Runden! Schnell, was wär's in der Zeit, Rossi? 1,35 tief! Ich fresse! Komm, jetzt fahren wir nochmal auf Fett! Jetzt fahren wir nochmal auf Fett! Oh nö! Sekunden sofort! Sieh, ach du Kacke! Du, diese Runde hin auf! Am Ende wird es ungefähr 1,5 Sekunden Vorsprung für mich. Ach du Kacke, ach du Kacke. Los, Ferrari, hau alle raus!
gucken, wie der Mist der wird. Nein, Altuba. Aber das sieht man auch zum ersten Mal. Das, okay, sieht man nicht zum ersten Mal, aber nachher eine Klassifikation. Mulchan vor DTM Level 2. Er lacht sich gleich tot. Musst du überrunden? 4 Sekunden trennen dich ja. Der Russ ist vor mir. Oh, 1,39,9, oh, bin ich der King. Oh Gott. Das Seh, das kann doch nicht sein. Komm, oh, du Kackauto. Das ist ja auch fettes Moral. Oh, du bist da unten, okay, lass mal. Los! Ich kann dich nicht einfach nochmal drehen. Ey, den kriegst du wenigstens noch Cochon. Und dann lass mir den Sieg. Komm. Den brauch ich. Du hast ja nur Punkte. Ich will einmal gewinnen, du Lappen. Siehst du, wie die Zahl immer kleiner wird? Ich hab gerade nicht gesehen. Beim ersten, bei der Runde da war es 9,908. Wer ist hier? Der Rosa. Ah, mein Kumpel. Plus 2 und legen in den Kinderstandard. Wer steht jetzt in 8? Nein! Vettel liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Ich glaube nicht, das ist so spannend gerade. Wo ist Button und so, die Lappen? Ach, ganz weit hinten, ey. Das ist eine Nullnummer für McLaren, beim Hangar-P. Wohl ein Doppelsieg für Ferrari. Nur, man weiß nicht, wer erster und zweiter wird. Alter, was? 5? Ach, leck mich, ey, ich werde so zweiter, wenn ich so und so einholt. An Fersthilfe zeigen schon mir, bist du völlig voll oder so, ey? 52 tief. 52, okay. Mit Skandal. 52? 35 tief. Du hast gerade 1,52 tief gesagt. What the hell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welcher von den 5 gelben Punkten bist du da? Der hinterste noch. Ja. Jetzt der vorletzte. Na toll. Mach den da nicht mal ein bisschen Spannung. Lass den nicht überhaupt den Lappen. Ja, kann nur Zweiter werden, also da. Das wäre eigentlich das zweite Rennen, wo du musst nicht... Musst du gerade überrunden? Nein. War das zweite Rennen, wo du... nicht Erster warst, oder? Bist du in einem Erster geworden? Außer in... Wer ist so schön? Australien? Oh Gott. Da bin ich in Monaco, wo ich auch noch am Ende aufgeholt habe. Sechs Runden. 7. Oh nein, 7. Oh Gott, 4? Du hast jetzt 4 Sekunden Rückstand auf Grosjean? Ja. Dann sind es 9 Sekunden, okay. Yes! Boah, Alter. Immer was ich spannend nochmal. Das ist jetzt hier. Der Peak. Schöner Franzose. Warte mal. Boah, lass mich überhaupt lappen. Reiß ihn auf! Risse. Komm. Die sind in den Reifen aus, okay, die gehen. Boah, das ist spannend hier vorne, ey.
Nichts los bei mir. Außer diese scheiß Zahlen immer nervös machen. Und du da, ey, du Lappen. Steht da, wie viele Sekunden du auf mich rutschen hast? Nein, das sehe ich nicht. Oh, oh, oh. Wie nervös der wird. Das soll sein, wo ich die Teile mit reinschlage wie ein Blattpulli. Eins. Wo ich übel, Alter, nein. Los, los, los! Gib dein festes Ferrari. So, mal. Welcher von den beiden bist du da? Der letzte. Ja, 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 ja. Das ist der Pick zwischen dir. Und mach bitte nicht Platz Pick, du kriegst einen Pick am Arm, wenn du rennst. Guck mal, sind nur noch 6 Runden, ich krieg ich gar nicht mehr. Warum? Ich krieg ich nicht mehr. Sei du brauchst mal einen richtigen Bock, Mist. Ja, wenn du schon sagst, dann mach ich den auch gleich. Ich bringe mich extra für dich. Ja, gerne. Achso, du brauchst nichts von Couchon. Und die kommt da ran, das hat nur 3 Sekunden Rückstand auf ihn. Am Ende steht bei mir zum Platz 2 Sekunden, das ist ein bisschen du. Oh, nicht mal 2 Sekunden, 0,2 Sekunden. Fünf Runden noch. Du nimmst Grosjean pro Runde ungefähr eine Sekunde ab. Ja, guck mal, wenn wir mal so oben einblenden würden. Beim Training und Qualifying, wenn dann das Training und Qualifying noch geht, also so Q1, ja. Training 1. Dann haben sie alle bei F1 und 6 reingehauen. Keine Ahnung, die haben das volles RTL-Spiel rausgemacht. Mit RTL-Kommentatoren. Bist du gerade in der Linkskurve? Jetzt in der Linkskurve. Okay. Du musst halt bitte, wa? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, eigentlich wäre Philipp auch so vorne, weil hätte man hätte sich dann nicht gedreht. Ich weiß nicht. Werden wir ja sehen. Bitte, na, das ist gut, ich wieder. Aber ich will den Grosjean noch kriegen. Alter. Dann kriegst du auch noch, komm, mach den Penner fertig. Zwei Komma zwei, komm! Oh Gott, Wette ist Vierter, du bist Dritter, Grosjean Zweiter. Und ich führe die Ettengruppe an 1,7, komm, jetzt kommt eine Schocknachricht für dich. Oh nein, was denn? Warum? Boah! What the hell? Ich hab Angst. Schießpreis ist 9, okay, du hast dich um deine Runde 1/10 verbessert. Auf Standard bin ich. Ach, okay. What? What? Auf Standard hast du die Wünsche angehabt. Ah, ich seh dich gerade. Komm rum, du Scheißkarre! Alter, das kann doch nicht sein Ernst sein. Was fährt der für Zeiten? Und die Reifen schon kaputt? Nö, überhaupt nicht. Ach, Omo. Ja, ich seh dich. Also kein kein Training und Qualify mehr, wa? Nee. Okay. Die Rundenzeiten sehen sensationell aus.
Durchschnitt 36 tief. 3 Runden noch, 3 Runden noch, komm Auto, komm! Und es gibt keine Überrundung mehr. Ach, fick dich doch, ey, du hast gerade DS gehabt. Nee, gar nicht, das kommt jetzt. Überhol den Penner einfach. Bei dem Duelle, bei mir ist die nicht los. Komme ich an dem einfach nicht vorbei oder was? Hast du DS gehabt? Ja, aber es hat nicht gereicht. Okay. Drehen wir die Strafe. Schon fahre ich hinter dem, kommen die Fehler. Mann! Oh, gut, eine Sekunde verbessert, okay. Nee, krieg ich nicht, weil ich am Grosjean nicht vorbeikomme. Mann, mach doch mal Platz, ey. Fand der huckelt und huckelt und fliegt gleich wieder ab. Oh, 35,4, los, es geht ab mit mir. Boah, fett gemacht. Scheiße. Bist du die 34-7 auf Standard gefahren? Ja. Ey, du bist echt krank. So, noch 2 Runden für mich an. Letzte Kurve, Reifplatz. Alter, wie der mir wegzieht. Alter, wie der mir wegzieht in dieser scheiß DS-Zone, ey. Also ich kann irgendwie gut schauen, immer schön für auf. Halt dein Maul, Herr Renningenieur. Halt dein Überholmanöver zurecht. Ich komme an dem nicht vorbei. Jedes Mal dieser Scheiß. Wie denn der DS so da wegfährt, ey? Ich hab ja fast abgeflogen. What the hell? Hast du so früh DS angehabt oder was? Nee, die Kurve kannst du mit DS fahren, aber der haut mir weg, der Arsch. Hast du das Schlimmste ist noch, ich muss Benzin sparen! Och, wer ist denn da so oft auf weggefahren? Ich hab minus 1 bei mir stehen! Ach du Scheiße, ich hab noch plus 1. Komm, den will ich noch kriegen! Die letzte Runde steht an für Rüscher. Du hast den ersten Sieg. Ist ja wie Rekön in Spanien. Ach, wo darf ich noch fallen? Boah, wo er auch die Themenfans geschlagen hat. Wo ich noch 16 geworden bin. Ich Lappen. Ey, komm mal näher, soll nicht. Ich bin weg. Ach, wer ist denn da vorne? Was? Oh, 2 Sekunden. Nee, ja, mitten hat er noch einen China geschlagen. Hat er sich noch geschlagen? Spanien und? Doch, oder? Spanien geschlagen. Kannst du mal einen Fehler machen? Halt die Fresse. Bist du zum nächsten Mal Zweiter? Ja, ich hab noch volles... Chaos. Grosjean, Style-Punkte 10 von 10 für die Kurve. Hat er gemacht. Jetzt hab ich dich aber. Komm, mach ihn. Unter dich, Unfall. Ach, du musst den Motor drosseln. Hast ihn. Ja. Jetzt muss ich aber irgendwie mit dem Tank auskommen. Nein, oh,
für die letzte Kurve habe ich kein Benzin mehr drin gehabt, ey. Das geht gar nicht. Oh, we are the champions. Wenn ich am Anfang nicht so viel im Verkehr stecken geblieben wäre, hätte ich dich noch gekriegt. Aber du warst richtig nervös da vorne, ey. Du kannst das Rennen gewinnen, präsentieren. Ah, nee, das kannst du machen. Wenn du erst gewonnen hast, hab ich auch gesagt. Auf der 2, DTMNF1. Ja. So, auf der 3. Okay, das ist das Podium, gefolgt von Sebastian Vettel auf der 4. Perez ist auf der 5. Joe-Erik Wern, der Pullman auf der 6. Button auf der 7. Rosberg auf der 8. Paul die Weste auf der 9. Und 10. Das passt so miteinander. Aber ich bin hier der wirklich mal auf 100% diese Strecke gefahren ist. Alter, ich bin Zeiten gefahren, ey. Ich hatte in jeder Kurve den Startleistung. Startleistung mit dem Start, ganz klar. Fahrer-WM. Ja, nach 2 Minuten sind wir zu bannen. Du hast 20 Minuten gefahren, du musst dich gleich beschweren. Da fahre ich die schnellste Rennrunde. Yeah, yeah, yeah. Komm, dann sollte 70 Minuten Führung. Aber für diesen Alter, die Kurve, wie der Kuro schon die genommen hat. 10 von 10 Punkten. Warum bin ich denn der Schüler auf der an? Okay, ja. So, weiter geht's. Alter, für die letzte, für diese schnelle Rechtskurve, das war so geil. Style Punkte 10 von 10. Genau! Yes! Yes! Was sagst du, mein geiler Sieg? Gar nichts. Warum war der scheiße? War der unverdient? Der war unverdient. Ja! Seine Worte! Nachdem ich auf die Aufholjagd. Ich hab so eine Aufholjagd gestartet, ey. Ach, hat er nicht gereicht, mein Freund. Ach, egal. Toi! Erstecking! Ey, wie der abgeht, wegen einem Sieg, ey. Wenn das Rennen 3 Runden länger gegangen wäre, dann wäre er weg gewesen, ey. Oh, was war denn deine Beziehung gewesen? Aha. Ich hab das wirklich bis zur letzten Kurve ausgereizt. Ich war ungefähr. Oh nein! Ja! Er freut sich über ihn! Was ist los mit dem? Bei Hockheim ist mir das sowas von egal. Ja! Oh ja, Mann. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier von F1 2012. Er hat einen übertroffen. Und darauf ist er jetzt stolz. Was denn? Ich war besser als du. Ich dachte am Anfang des Dings, ich bin einmal besser als Philipp. Schreibt in den Kommentaren, ob das verdient war. Alles nö. Also das war nicht mehr verdient. Ich frage mich da immer noch, wer mich da abgeschossen hat. Also ich war in der ersten, weiß ich nicht. Also ich war rechts neben Van, auf einmal schiebt mich einer an. Das wird dann werden hier, bevor hier irgendwas noch schief geht. Bevor Dinge so, das war's und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Ciao. Unverdient.